So, und jetzt haben wir wie viel Erz? 700. Ufala, fehlen noch 500 Erz. Und wir haben nur noch eine Klinge. Ein paar Flügel, Felle und Zähne und so, aber das wird nicht reichen. Oh, stimmt, die Butlerhose können wir noch verkaufen und die ganzen Äxte hier. Ja, das würde hinkommen. Wir müssen nur einen Händler finden, der auch noch so viel Erz hat. Oh, genau, und das Buch lesen. Ah, über die Fliegen. Also in dem Buch steht drin, wie man von den Blutfliegen die Stachel entfernt. Schön. Dann können wir noch ein bisschen mehr Erz machen, so. Oh, was ist mit dir? Du hast auch was verkauft, oder? Ich bin jetzt einer von Lares Leuten. Hast du eine Nachricht für die Feuermagier, die ich überbringen könnte? In der Tat, aber du brauchst das Zeichen eines unserer Boten, sonst lassen dich Gomez Schergen nicht in die Burg. Hier, nimm Brief und Zeichen und nun beeile dich. Oh, schön, schön. Wir können endlich unsere Nachricht überbringen. Und wir müssen ja eh ins alte Lager, um Diego die falsche Liste zu geben. Ich grüße dich, Magier. Der Segen Adanos sei mit dir. Ich kann dir helfen, deine geistige Kraft zu stärken oder dir ein paar nützliche Dinge anbieten. Was kann ich für dich tun? Wir hätten gerne nützliche Dinge. Und zwar jede Menge Erz. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Nein, wir wollen nur Erz. Und davon hat er keins. Ja, das sind bestimmt tolle Ringe und so bei, aber die gucken wir uns gar nicht erst an. Sonst geben wir unser Erz nur für Sachen aus, die wir nicht wirklich brauchen, in Anführungszeichen. Brauchen tun wir die schwere Rüstung. So. Hm, wer hatte noch Erz? Seifer hatte Erz. In der Taverne. Aber das haben wir ihm, glaube ich, schon alles abgenommen, beziehungsweise abgehandelt. Naja, gut, also es kann schon sein. Hey, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorn, Söldner der Magier. Wahrscheinlich hast du recht. Ich halte mich da lieber raus. Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind, also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfer ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemanden aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Lares Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Wir sind auch ein Bandit. Hust, hust. Bis später. Also Shrike, ja? Das erste Haus, das wäre dann wohl er. Und er hat eine garstige Nagelkeule. Ah. Nee, wir wollen erstmal einen Händler finden, wo wir mehr Erz bekommen können. Das war der Rüstungshändler, oder? Ja, Wolf. Nee, nee. Dein Erz haben wir schon. Nicht besonders. Alles klar bei dir? Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Ja, wir sollten jetzt nicht erzählen, dass wir gerade auf dem Weg sind mit einer Liste, damit der nächste Konvoi noch größer wird und noch mehr Beute gemacht wird. Hm? Gibt es Probleme hier im Lager? Junge, hier gibt es immer Probleme. Die Banditen machen, was sie wollen. Und wir Söldner sind damit beschäftigt, die Magier zu decken und die Verteidigung des Lagers aufrechtzuerhalten. Wer hat hier das Sagen? Wir tun, was die Magier sagen. Aber meistens sagen sie gar nichts. Sie hängen beim Erzhaufen und brüten über ihren Büchern. Im Grunde regelt Lee alles. Er ist unser Anführer. Ah, wir könnten ihn fragen, ob wir Mitglied der Söldner werden können. Aber das wäre ein bisschen kurzfristig, oder?
meine, wir sind ja gerade erst den Banditen beigetreten. Aber die scheinen keine richtigen Aufgaben für uns zu haben, sondern einfach nur, geh mal raus, mach einfach was und wenn du Beute machst, gib uns was davon ab. Also, außer die Nachricht überbringen an Diego. Wo finde ich Lee? Wo finde ich Lee? Wenn du die große Wohnhöhle betrittst, halte dich rechts und geh ganz nach oben. Oh. Also da, wo ich dachte, dass die Magier sind. Bei diesem Symbol da. Okay. Oh, das ist aber eine schicke Axt. Wer bist du? Ich bin Torloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Ah, leider auch kein Händler. Und seine Axt will er wohl auch nicht verkaufen. Aber ja, die sollten scheinen wesentlich besser ausgerüstet zu sein. Wir haben schon richtige Plattenrüstung. Da ist eine Kiste ganz alleine. Du weißt, wo du hier hinkommst? Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. Was muss ich machen, damit er mich zu Lee lässt? Gar nichts. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. Er kann sich selber verteidigen. Wir sind nur hier, falls er uns braucht. Will ich trotzdem nicht stecken. Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrung. Gut. Oh, da geht's wohl da hinten zu den Magiern. An der Geschichte. Wie sieht's aus? Wie immer! Wir passen auf, dass keiner den Magiern und dem Arzt zu nahe kommt. Könnten wir so im Sumpfkraut anzudrehen, aber nee. Du wirst dann Lee sein. Du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. Was sind die Aufgaben eines Söldners der Magier? Ganz einfach. Beschütze das Erz, beschütze die Magier. Manchmal haben die Magier aber auch eine besondere Aufgabe für einen von uns. Das war jetzt nicht sehr ergiebig. Aber gut. Leider auch kein Händler hier. Dann schauen wir nochmal bei Cypher vorbei. Vielleicht hat er ja inzwischen neues Erz gemacht. Oh, und der Bal hier vorne... Aber der hat nur Kraut verkauft, ne? Ja. Dann bleibt echt nur Cypher. Oder einer der anderen Händler im alten Lager. Müssen wir eh gleich hin. Obwohl wir uns vorher echt mal den Lurker probieren könnten. Vielleicht kriegen wir dafür auch eine ordentliche Belohnung. So, Cypher. Achso, und Mordrake hatte vielleicht eine Aufgabe für uns. Mal den Kurs Laris. Für dich muss nicht gleich jeder wissen. Lass uns handeln. Was willst du haben? An der Geschichte musst du 63 Erz. Na gut, besser als nichts. So Fackeln brauchen wir nicht, Krug auch nicht. Den Schlüssel behalten wir erstmal. Das kann klar, alles... Das oh, schon viel zu viel. Kann schon sein. Solange ich damit nichts zu tun habe. So. Alles rüber. War doch klar, dass das Ärger stößt. Ah, wenn das weiter so kleine Häufchen sind, dann dauert das ewig, bis wir 1200 zusammen haben. Lass uns lieber so, Mordreck. Der Quatsch wird viel. Hallo! Ja, hallo. Lass uns lieber über was anderes. Laris sagt, ich soll dich bei der Sektensache unterstützen. Siehst du? Ich dachte mir, ich müsste mich nicht selbst drum kümmern. Soll ich die Sache ganz allein erledigen? Das schaffst du schon. Hör zu, es geht darum rauszufinden, was an dieser ganzen Beschwörungsklamotte dran ist. Ich weiß, dass die Sektenspinner eine große Anrufung planen. Ich persönlich glaube ja nicht an den Schläfer. Aber eins steht fest, die Gurus sind mit mächtiger Magie im Bunde. Und es ist besser, wenn wir wissen, was da abgeht. Soweit alles klar? Naja. Fragen wir mal lieber nach. Hast du genauere Anweisungen? Rede mit Lester. Ich war mal eine Zeit lang im Sektenlager.
Er hat mir damals geholfen. Er ist einer von den Guten. Ja, das ist er auf jeden Fall. Werd sehen, was ich rausfinden kann. Sobald du genau weißt, was sie im Schilde führen, melde dich. Ja, das machen wir, aber du hast alles zum Verkaufen, oder? Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Verlass dich auf jemanden, F-Erz. Das ist eben so. Nee, das lassen wir. Was war mit dem Wirt? Der hat nur Bier und Schnaps verkauft, hm? Aber kein Erz. Hallo. Nö, er verkauft nicht mehr was. Das ist ja auch dreist. Da sind wir extra Söldner geworden. Bandit geworden. Damit wir hier billigen Fusel bekommen. Aber nein. Na gut, also. Gucken wir uns mal kurz hier um, ob wir den Lurker finden. Ein Versuch ist es ja wert. Da oben wird er nicht sein. Also der Bauer hat gesagt, also der Erbauer von dem Damm, dass er auf der anderen Seite des Sees wäre. Wobei dann wohl der See hier gemeint ist. Also da drüben irgendwo. Aber da oben habe ich gerade welche gesehen. Gucken wir kurz bei denen nach. Vielleicht haben die das Biest hier irgendwo rumlaufen sehen. Oder krabbeln oder springen oder wie auch immer die Dinger sich fortbewegen. Die trainieren. Jetzt haben wir gerade unsere Lernpunkte. Obwohl, nee, wir haben ja noch 20. Schön, schön. Du kannst mir bestimmt was beibringen. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Natürlich. Kostet aber eine Kleinigkeit. 30 Erz will ich sehen. Naja, ist eigentlich echt eine Kleinigkeit. Aber wir brauchen momentan jedes bisschen Erz. Egal. Zeig mir, wie ich im Umgang mit Waffen noch besser werden kann. Na gut. Die Grundkenntnisse hast du ja schon. Wenn du die Waffe gesenkt hältst, dann kannst du direkt mehr Wucht in deinen ersten Schlag legen. Nutze den Schwung, weißt du noch? Gut. Der nächste Schritt ist, dass du deinen Körper mehr einsetzt. Wenn du zweimal geschlagen hast, drehe dich um die eigene Achse. Damit überraschst du den Gegner und bist in einer optimalen Position. Dann ziehst du deine Klinge noch einmal quer, von rechts nach links. Und wieder von vorne. Vergiss nicht, Übung macht den Meister. Also, geh jetzt und werde ein wahrer Meister des einhändigen Kampfes. Also wie es sich anhört, können wir jetzt öfters hintereinander zuschlagen. Und unsere kritische Chance hat sich auf 10% erhöht. Na gut. Aber kein Lurker hier oben. Aber schauen wir mal, wo es hier dann geht. Weil eigentlich haben die hier ja auch noch eine Mine. Also die freie Mine. Die müsste hier irgendwo sein. Und ein bisschen Fleisch unterwegs ist immer gut. Auch wenn wir jetzt unser ganzes Fleisch braten würden, wir damit bestimmt locker eine halbe Stunde verbrächten. Das wäre nicht ganz so spannend. 40 Stück Fleisch, das wir braten können. Und 60 Stück, das wir schon haben. Oh, weia. Ja, wir wissen nicht, wie schwer diese komischen Riesenmäuler auf zwei Beinen sind und die Lurker und dergleichen. Da kriegen wir bestimmt noch gut eins auf die Nase. Oh, was ist denn da oben? Ist eine komische Ecke hier und das sieht ein bisschen gefährlich aus. Oh, okay, Schweineratten. Nicht sehr gefährlich. Auch noch alleine. Armes Ding. Dem tun wir richtig einen Gefallen, wenn wir es umbringen. Aber das sieht doch fast wie eine aus. Auch wenn hier bestimmt keine Arbeiter sind bei so vielem Getier. Nee, ist doch nur ein Durchgang. Komisch, komisch. Oh, Wölfe. Oder ein Wolf. Der jagt ja am Schweineratten. Komm her, wir wollen deinen Pelz. Und sein Fleisch. Also bleibt beide stehen. Ah. Na komm. Komm.
nicht weglaufen. Ganz schön schnell für so ein kleines, knubbeliges Ding. So. Und den Wolf auch noch. Aber ja, nachdem wir hier uns weiter umgeguckt haben, sollten wir aber echt ins alte Lager zurück. Mit Diego sprechen, unsere Notiz von den Feuermagiern abgeben. Wobei, wir könnten uns die Notiz erstmal angucken. Aber die ist versiegelt. Kriegen wir das Ding auf, ohne dass man das mitbekommt? Oh, na nü. Hier ist doch die Mine. Und trotzdem laufen hier Wölfe rum. Machst deinen Job nicht richtig, ja? Ich will mich hier nur mal umsehen. Dann pass auf, dass du niemanden auf die Füße trittst. Ich will in die Mine. Ich glaube kaum, dass dir das gelingen wird. Aber sprich mal mit Okel. Ich gehe dann mal. Ich hoffe, wir verstehen uns. Soweit, ja. Ah, Besuch. Mach uns keinen Ärger, sonst bekommst du welchen. Ich muss weiter. Dann geh mal. Das hatten wir eigentlich gerade schon. Ups, nein, hier wollten wir nicht runterspringen. Und hier sind mehr Söldner. Gut, vielleicht ist ja auch irgendwo ein Händler dabei. So nah an der Mine würde sich das hier anbieten. Die Butler wollen ja auch irgendwo ihr Zeug herbekommen. Lauter Butler, Söldner, aber keiner, der irgendwas zu sagen hat. Gehen alle nur ihrer Arbeit nach. Hey du! Du gehörst nicht zu meinen Jungs. Was machst du hier? Wer bist du? Ich bin Okel. Ich hab das Kommando über den Kessel. Den Kessel? Ich wollte nur mal in die Mine. Ach so, du wolltest nur mal kurz in die Mine. Ich glaube, du weißt nicht, wie das hier läuft. Keiner kommt in die Mine ohne meine Erlaubnis. Schreib dir das hinter die Ohren. Wer ohne meine Erlaubnis die Mine oder das Torhaus betritt, ist ein toter Mann. Na gut. Krieg ich die Erlaubnis? Ich kenne dich nicht einmal. Wieso sollte ich dir erlauben, in die Mine zu gehen? Jetzt verschwinde. Ich hab zu tun. Na gut, wir wollten eh nicht wirklich in die Mine. Wir wollten nur gucken, ob wir es dürfen. Und damit wären wir auch schon einmal rum. Ganz unten sind noch ein paar Leute. Die am Rauchen sind, okay. Ist das da das Torhaus? Hallo. Wer bist du? Ich bin der beste Bergbauer, den diese verdammte Kolonie jemals gesehen hat, mein Junge. Ich passe auf, dass nicht die Hälfte unserer Jungs von Steinen erschlagen werden, weil sie zu dumm sind, an der richtigen Stelle zu schürfen. Wir könnten jetzt bei den Schürfern mitmachen. Wer hätte uns hier irgendwas zu erzählen? Probieren wir das mal aus. Wir müssen es ja nicht ernst meinen. Ich will bei euch als Schürfer mitmachen. So? Denk bloß nicht, du kannst hier viel erwarten. Jeden Tag gibt's 3 Portionen Reis und für den Rest musst du selber sorgen. Du weißt, warum wir das hier machen? Wir machen die Arbeit, damit alle hier eines Tages wieder rausspazieren können. Das heißt, alles Erz wird abgegeben und kommt auf den großen Haufen. Und einmal im Monat kriegt jeder, der hier hart gearbeitet hat, 50 Brocken Erz zum Versaufen. Das waren auch schon die wichtigsten Sachen, die du wissen musst. Kennst du dich wenigstens mit der Arbeit aus? Nee. Nein. Natürlich nicht. Warum immer ich? Gut. Pass auf. Du nimmst jetzt diese Klamotten und ziehst sie dir an. Hier. Wenn dir ein Erzbrocken auf den Fuß fällt und du keine Schutzkleidung trägst, bist du ein Krüppel und nur noch die Hälfte für uns wert. Eine Spitzhacke liegt hier bestimmt irgendwo noch rum. Aber viel anfangen kannst du damit sowieso nicht. Naja, was soll's. Wie viel Erz habt ihr schon gesammelt? Die Magier sagen, viel brauchen wir nicht mehr. Geh ins neue Lager und sieh dir den Haufen an. Ja, das haben wir schon. Und wir wollten eigentlich gar nicht wirklich mitmachen, aber danke für das Zeug. Also haben wir jetzt eine Rüstung. Ja, Schifferklamotten. Na gut, falls wir uns irgendwo mal tarnen müssen,
ist das vielleicht ganz praktisch, und sonst verkaufen wir die einfach. Hier unten hatten wir das Haus, wo wir nicht rein durften. Deswegen speichern wir lieber kurz ab, falls wir irgendwo hinlaufen, wo wir nicht sollen.